Ja, da bin ich auch schon wieder, würde ich sagen. Weiter geht's natürlich hier in Part 4. Ja, mit der Mario-Zone, wo wir ja eben angekommen sind im letzten Part, wo wir die zwei Welten geschafft haben. Ich bin schon gespannt, die Mario-Zone, wie die dann jetzt wird hier auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell zwei Welten im letzten Part hinter uns kriegen. Das heißt, zwei weitere Coins fehlen noch und dann haben wir wahrscheinlich schon bald das Schloss anscheinend, ne? Müssen wir mal schauen, wie schnell wir hier durch die Welten durchkommen. Ja, somit erst noch das erste Level hier jetzt in Mario Zone. Wie gesagt, wäre auch mega cool von Nintendo, wenn sie natürlich auch Super Mario Land 1, also den ersten Teil vom Game Boy, natürlich auch hier mitzufügen würden. Wäre schon mega geil, oder? Der zweite macht auf jeden Fall Laune. Vor allem auch, wenn man es nicht kennt und damals nicht so gespielt hat, nicht so richtig. Ja, wie die NES und SNES-Klassiker und so. Jetzt kriegen wir hier die Schildkröte noch. Okay. Oh, hier ist so ein Sägeblatt. Okay, hier haben wir so eine Laufbänder, wo man dann auch springen muss irgendwie. Okay. Ah, nein. Oder noch runtergefallen. Okay. Da ist mir direkt klein geworden. Aber geschafft, okay. Und Möhre haben wir auch wieder. Würde sagen, hier einmal direkt Zwischenspeicher aktivieren und durch die nächste Röhre durch. Ja, übrigens für Super Mario Maker sind hier einige Levels natürlich, wenn man die jetzt nachbauen würde in Super Mario Maker. Ich denke mal, das haben bestimmt einige schon gemacht, oder? Super Mario Maker 2, da sind bestimmt einige Levels. Und die hier schon nachgebaut wurden und so. Den Dreck, Feuerblume, kann man mitnehmen. Und da rechts ist, glaube ich, schon das Ziel. Okay, das heißt, hier eigentlich nur hoch, wenn man die Glocke haben möchte. Da links sind, glaube ich, sogar noch Münzen oder so, ne? Den könnte man eigentlich mit der Blume durch. Aber sind da, glaube ich, noch Münzen, oder? Oh. Dann würde ich sagen, schau erstmal oben hoch. Das heißt, hier wäre Möhre wieder. Und dann könnte man hier jetzt ganz langsam durchschwimmen, oder wie? Ja. Okay, das müsste man üben hier. Also einmal links rüber. Aufpassen, dass man von den Stacheln nicht gekriegt wird, dann so rüber. Wenn man natürlich die Münzen haben möchte. Aber ich versuche es einfach mal zum Üben. Besser passt das. Ja, dann könnte man hier jetzt sogar direkt die Glocke holen. Oh. Ja, somit erstes Level geschafft, Mario Sohn. Ja, nice als nice. Hier direkt am Kranspiel würde ich sagen, jetzt einmal drücken. Nein. Ah, ich wollte gerade sagen, er holt den Pilz. Okay. Möhre ist okay. Erstmal wäre natürlich One-Up und so, ne? Also die Herzen. Somit sind wir da in der Mitte. Okay. Ja, schauen wir direkt ins zweite Level. Weiter geht's. Ah, hier haben wir wieder diese Schweinchen mit ihren Kanonenkugeln. Muss man natürlich auch aufpassen. Sieht eher aus, fast so aus wie so eine Ballonwelt irgendwie. Denk mal hier auf den Kugeln, an den Runden könnte man auch lang, okay. Ich wollte gerade sagen, auf den Kugeln, da muss man rüber. Aber unten ist auch ein Weg. Und da wäre noch One-Up. Oh. Ich denke mal hier durch die Röhre. Ja, von hier kommt man da irgendwie anscheinend hin, oder? Wie ist mit dem Gumba hier an der Ecke? Aber somit One-Up geholt, das ist sehr gut. Haben wir ganze 9 Leben im Moment. Nice, man kann sogar auf dem Ball hier so drauf stehen, okay. Das ist ganz gemütlich hier so rüber.
Ja, oder so wie ich natürlich die Feuerblume verlieren, indem man zu gierig ist und zu schnell durch möchte. Aber Hälfte des Levels haben wir, okay. Okay, diese Ruckler, die waren auf dem Gameboy damals auch so. Das ist alles original übernommen sogar in dem Sinne. So. Hier haben wir direkt wieder Möhrchen. Pilz und Blume hätte man auch noch holen können, okay. An einigen Stellen muss man nur aufpassen. Hier zum Beispiel jetzt wieder mit dem Ball erstmal so rüber. Eigentlich direkt hier oben rüber, ne? Okay. Was aber auf den nächsten Ball wollte ich gerade sagen. Oh, der geht da links durch. Und hier sogar direkt locker, die eben noch gesehen im Augenwinkel. Ja, kann ja direkt ranspringen und somit Level abgehakt. Würde ich sagen, hier muss ich schon am liebsten hier natürlich oben rechts wieder das Herz, also One-Up. Ich springe einfach mal. Ah nein. Geh da links rüber. Nein. Krieg noch einen Pilz? Kann nicht sein. Verliere so mit meinen Möhren natürlich. Ärgerlich. Heißt nächstes Level in der Mario Zone. Hintergrund ist schon mal cool gemacht oben mit den Pilzen hier. Ah, was haben wir hier für einen Gegner? Auf jeden Fall nice, oder? Okay, Kugelmilli sind ja auch hier, okay. Ich denke mal, muss man mit denen rüberfliegen? Ich denke mal, ja, ne? Schauen wir mal, wenn man dann raufkommt. Ja, da muss man, ach, hier auf dieses Teil, okay. Ah, gefährlich. Ach, und da explodiert er dann, okay. Nice eigentlich. Gefällt mir gerade hier. Hier wäre noch Feuerblume. Aber da muss man aufpassen. Vor allem hier ist ein Kugelbilly. Das heißt eigentlich, ich hätte glaube ich drauf stehen bleiben sollen, oder? Hier einmal ducken. Hat was, das Level. War klar, hier kommt man natürlich nicht hoch, oder? Doch. Ah, okay. Aber hier könnte man jetzt nur mit der Blume durch. Da ist da oben, ich denke mal, da ist ein One-Up oder so versteckt. Die Stelle mit dem Gegner war gefährlich. Okay, zumindest Glocke aktiviert, das heißt Hälfte des Levels haben wir wieder. Nein. Jetzt verliere ich direkt mein schönes Item, ne? Und werde sogar noch mal klein, weil ich da zu hektisch gerade reingesprungen bin. Muss man auf den Kran warten, bis er wiederkommt? Der kommt nicht wieder, oder wie? Moment. Ist er eigentlich fies? Moment, muss er mal schauen. Ah, er ist wieder hier. Okay. Also einmal nur ranspringen. Ja. Nicht wahr, ne? Ich versuche wegzuspringen und lande direkt in den Stacheln. Super. Das heißt, erstes Leben in dem Level hier weg. Okay, muss ich schaue hier wieder rüber. So, Daniel schreibt noch, du kannst auch oben drauf, drauf springen. Statt mit der Klaue zu gehen. Ach, hier oben meinst du?
Ah, nein, och nö. Nicht wahr. Und direkt wieder gestorben. Ja, da kann man dann so rauf. Okay, muss ich schauen. Etwas Anlauf, aber ja, schrieb Dario, okay. Vor allem, wenn man klein ist, ist es total fies eigentlich. Wenn man so irgendwo gegenkommt, stirbt man direkt nur. Mit etwas Anlauf, okay, muss ich schauen. Ah, okay, nice. Ja, das ist natürlich ein sehr guter Tipp auf jeden Fall. Da müssen wir gar nicht unten mit den Kränen da. Wenn wir mal runterschauen, da sind wir voll gestorben eben, ne? Hier muss man natürlich wieder schauen, dass ich nicht auf den Cooper hier raufspringen. Ja, läuft aber ganz gemütlich hier mit uns jetzt einmal durch. Jetzt sagen schnell rüber. Das heißt, hier unten wäre man normalerweise mit dem Kran dann so rüber, okay. Auch an der Stelle jetzt, okay. Kugelbilly wieder sehr gefährlich. Aber mit einem Pilz, das ist schon mal gut. Solange ich groß bin, sollte eigentlich alles passen, oder? Wollte gerade sagen, ich komme da gar nicht hoch, okay. Ah, hier ist jetzt aber gefährlich. Da muss man dann mit dem Kran rüber, ne? Da ist zumindest die Glocke und das Ziel, okay. Das heißt, man könnte jetzt von hier. Ja, Tatsache, an die Glocke, das ist schon mal gut. Und somit Level geschafft. Hier muss ich wieder schauen, am liebsten hätte ich natürlich entweder die Möhre. Machen wir mal schnell. Ja, oder die One-Ups sind gut, drei Stück sogar. Das heißt, drei weitere Leben wieder. Ja, solange man nicht Game Over geht, ist natürlich sehr gut. Da muss man die ganzen Bosse nicht nochmal machen und so. Da ist hier oben natürlich direkt wieder Speicherpunkt einmal. Aber auch krass, im letzten Part haben wir, glaube ich, gerade mal etwas über 30 Minuten zwei Welten geschafft, ne? Weiß nicht, wie das in dem Part hier wird. Vielleicht haben wir hier sogar auch zwei Welten. Wäre natürlich mega cool. Okay, das Teil hier ist sehr gefährlich. Ah nein, direkt mal ein Item natürlich wieder verloren. Na, zumindest auch groß. Hier könnte man unten und oben irgendwie lang. Da oben steht doch N und B. Okay. Ich glaube, ich gehe mal oben lang, oder? Haben wir hier. Ja, super. Direkt natürlich mein Pilz verloren, beziehungsweise mein Großsein. Da ist wieder direkt klein. Aber wieder direkt groß. Okay, das ist schon mal gut. Wir haben jetzt eben so ein schwarzes Schweinchen. Als Kanonenkugel. Ah. Aber Hälfte des Levels haben wir. Die Zahnräder hier, die kennt man auch aus Super Mario World, ne? Muss man durch, ja, schauen. Ist ja dann besser, ich treffe unten wäre zum Beispiel Geld. Wir können übrigens von dem ganzen Geld, was wir haben, wir haben mal 451 unten, sehe ich gerade. Könnte man natürlich einmal, ja, dieses eine Bonushäuschen oder was es da war, da reingehen und die Münze ausgeben, ne? Okay, oder einmal durch, das ist schon mal sehr gut. Oh nice, somit der fünfte Boss im Game. Ist dann so schweinchenmäßig hier, okay. Da ist einmal drauf, nochmal drauf und yes, den ersten haben wir. Ja, war klar. Komm direkt die anderen auch noch raus hier oder wie. Wäre glaube ich nicht ganz so einfach, aber wir haben ihn. Ja, und er springt jetzt noch höher, okay. Aber jetzt yes, geschafft, obwohl ich klein bin. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, er trifft mich noch oder so. Das ist natürlich sehr gut.
Somit die fünfte Coin. Ja, das heißt, wir haben fast alle sogar. Nur eine einzige Coin fehlt. Ich würde sagen, das ist episch, oder? Vor allem, wenn man das Game das erste Mal durchzockt. Ja, das heißt, wir haben ohne direkt dann hier die Schildkröte. Ich müsste mal kurz schauen, ne, Moment, ich wollte aber speichern. Der Speicherpunkt. Ja, die Münzen könnte man eigentlich demnächst eigentlich ausgeben. Wir haben jetzt aber 10 Leben, sich gerade. Hier ist die Bonushütte, ne? Genau. Da könnte man demnächst dann noch reinschauen dann. Ich würde sagen, erstmal sammle ich die noch weiter. Und schau direkt dann hier in die Zone. Ja, von der Zeit her haben wir locker noch. Das ist sogar, glaube ich, nur 1-2 Level. Und dann das dritte wäre schon auch der Boss dann wieder. Ja, im letzten Part haben wir auch 2 Welten geschafft. Das heißt, schauen wir direkt hier rein. Okay, das sind dann Unterwasser-Level. Okay. Muss natürlich schauen. Hier oben zum Beispiel ist ein Block. Mit Pilz sogar. Ja, die bekannten Fische haben wir hier natürlich auch. Okay. Hier ist sogar so ein komischer Kugel. Ah, Fisch. Und kriegt mich natürlich, kann ich sagen. Ich mag das gar nicht haben, wenn ich keinen Pilz habe oder so. Ne? Der Hai sieht irgendwie lustig aus. Oh nein. Natürlich noch ganz leicht an seinem Schwanz gestriffen hin und direkt gekriegt von ihm. Okay. Noch nicht mal richtig berührt irgendwie, oder? Ich denke mal, da oben kommt man nicht hoch, oh no. Okay, bei dem Fisch hier muss man auch schauen. Ja, hier beim Hai würde ich sagen, bleiben wir jetzt oben. Okay. Und aber schon durch. Ja, jetzt wo ich das so spiele, da kriegt man richtig Lust, sogar eigentlich so die Level nachzubauen in Super Mario Maker. Dass man die dann sogar online zocken könnte. Ja, schade, dass das Gameboy-Spiel nur einen Spieler hat. Sonst hätten wir das auch online zocken können. Oh. Hälfte des Levels haben wir schon mal. Aber ich denke mal, in diesem Part schaffen wir locker auch noch diese Welt hier, oder? Wenn der Boss natürlich nicht zu schwierig wird. Okay, Feuerblume haben wir schon mal. Das heißt, wir können die Fische jetzt schon wegkicken hier. Ja, passt. Das ist sehr gut. Kann man den Hai wegkicken? Ich denke mal ja, ne? Oder? Das sah gerade so aus, als wenn er nicht richtig getroffen wurde. Ich glaube nicht. Ah, gefährlich. Aber hier kann man rauf. Okay. Da ist oben sogar noch so ein Sack. So ein Geldsack wieder. Also ich versuche mir den noch schnell zu holen. War sogar gekriegt. Ja, nice. Und sogar an die Glocke, das heißt, erstes Level geschafft. Ja, hier würde ich sagen, am liebsten natürlich wieder Herz. Ah, fast. Eigentlich schade. Weiß direkt zweites Level. Dann natürlich erstmal speichern. Ja, das dritte ist anscheinend schon der Boss da, ne? So wie das Space Zone, die wir schon haben im zweiten Part. Das war ja auch ganz cool. Vor allem der Boss. Ich habe auch diese Gerätenfische bisschen. Ah, jetzt kommen wir runter hier. Okay. Skelettfische wollte ich eigentlich sagen.
Hier könnte man auch links rum. Ja, super. Ah, hier ist aber eine Möhre versteckt. Okay, ich wollte gerade sagen, hier ist gar nichts. Jetzt gehe ich schon links rum. Ich dachte erst, hier ist nichts. Okay. Aber nice. Möhrchen haben wir noch gekriegt. Die magische Möhre. Okay, da oben schauen wir mal kurz hoch. Was wäre hier dann? Oh. Muss man da oben hoch oder muss man hier weiter? Ich denke mal hier, ne? Ja, dann schauen wir natürlich. Ah, war klar. Da hätte ich, glaube ich, durchschwimmen müssen. Okay, Stern hier aber auch hier. Also einmal schnell durch. Ein haben wir, zwei, drei, vier und one up, yes. Und sogar Hälfte des Levels haben wir auch, okay. Ich denke mal, der Unterwasserboss hier in der Welt, das wird bestimmt so eine Schildkröte, oder? Aber er ist von so einer riesen Schildkröte aufgesaugt worden in die Welt rein. Ich denke mal schon, dass so eine Schildkröte wird oder so. Hier würde ich sagen, gehe ich hier durch. Ja. Klappt sogar. Nein, nein, noch ein paar Münze, okay. Ah, hier die Stelle ist aber auch gefährlich. Da muss man wirklich schauen. Ganz langsam durch. Okay. Aber geschafft. Die Teile mag ich auch gar nicht hier. Muss man wirklich schauen. Okay. Aber durchgekommen. Ah, okay. Und hier haben wir sogar direkt. Ah. Ziel wollte ich gerade sagen. Moment, da versuche ich auf jeden Fall oben ranzukommen. Yes, und geschafft. Ich würde sagen, passt eigentlich, oder? Ja, ich versuche entweder Möhrchen oder Herz. Ich würde sagen, einfach mal runter. Yes, 3 One-Up. Das passt. Das finde ich immer sehr gut. Solange wir nicht Game Over gehen, müssen wir auf jeden Fall auch die Bosse nicht neu machen und so, ne? Wie wir wissen aus dem zweiten Part. Ja, da haben wir hier sogar direkt, wie gesagt, das letzte Level, Level hier in der Welt auch schon erreicht. Okay. Dann natürlich direkt speichern und rein. Jetzt sind wir hier irgendwie in dem großen Wald irgendwie, oder? Die Gegner sehen irgendwie auch nice. Nice aus. Ach, hier hängt man an diesem Zeug dran, okay. Ah, okay, okay. Muss man nur schauen, dass man nicht runterfällt in die Stachel. Ja. Direkt mal ein Alter und wieder weg. Und schön. Flughörnchen. So was, Flügel. Der Goomba ist auch gefährlich, okay. Aber Hälfte des Levels geschafft, okay. Okay, bei dem Koopa würde ich sagen, passe ich lieber Busche auf und kick ihn einmal, oder? Ja, da ich klein bin, muss ich wirklich schauen hier. Und yes, auf jeden Fall Pilz, das ist schon mal sehr gut.
würde sagen, pass. Und jetzt wir haben den nächsten Boss. Schauen wir mal. Ach, so eine Art Oktopus irgendwie hier, ne? Ah, nein, direkt klein. Hä? Bin dann ein bisschen auf den Kopf rauf und ja, super gestorben. Das ist natürlich ärgerlich. Dann wieder rein. Wir haben zumindest die Hälfte des Levels erreicht auf jeden Fall. Was muss man bei dem dann machen? Das ist natürlich auch so eine Frage. Wenn man hier jetzt wieder stirbt. Okay, Pilz kommt runter. Aber die Fische sind auch gefährlich da. Ne, Pilz kriegt man immer noch. Ja, ich denke mal erst die Kleinen irgendwie kicken. Ich habe es ja eben versucht. Bin aber irgendwie da oben gestorben. Hä? Der Gegner hier wurde eben gerade noch weggekickt am Ende gerade. Okay, warum das? Die Muschel, bzw. der Panzer war eben hinten links, oder nicht? Und hier wäre sogar direkt Blume. Ich würde sagen, die müsste ich eigentlich behalten bis zum Endkampf. Also bis zum Boss. Schwierig aber hier mit dem Fisch. Ah. Oh mein Gott. Aber geschafft. Da ist einmal durch. Yes, und somit haben wir Feuerblume sogar. Beim Boss. Ja, eigentlich mit Feuerblume drauf, aber die Kleinen, die kann ich nicht. Ah. Und die Kleinen, da muss ich noch ausweichen, okay. Und wir haben ihn. Yes, direkt mit Feuerblume sogar weggekickt. Das heißt, eigentlich muss man ihm, glaube ich, auf den Kopf rauf, auf den großen, ne? Das heißt, wir haben die 6 Golden Coins aber alle jetzt eingesackt hier, wie wir sehen. Oh, nice, nice, nice. Ja, das heißt, wir können zum Schloss anscheinend. Der Eingang öffnet sich. Oh, mega cool. Ja, das heißt, wir können sogar eigentlich 12 Leben haben wir 684 Münzen und so hätten wir auch noch. Ne? Wir können eigentlich sogar direkt zum Boss, aber ich denke mal, da werde ich gleich noch eine kurze Pause einlegen. Ich muss gleich noch mal auf die Zeit schauen. Ja, jetzt müssten wir natürlich eigentlich hierher, wenn wir mal schauen. Und könnten dann hier rein, ne? Aber ich glaube, ich gehe erstmal zurück. Moment. Ich würde natürlich auch ganz gerne hier die Münzen, die wir noch haben, gerne verwenden und so. Na, haben wir schon das ganze Game bald komplett durch, oder wie? Das ist krass. Gerade von der Zeit her haben wir eigentlich auch bei diesem Part hier jetzt auch wieder so eine halbe Stunde für zwei Welten. Ja, letzter Part war da auch halbe Stunde. Die ersten beiden jeweils 40 Minuten. Ja, ich würde sagen, hier machen wir wieder eine kurze Pause und machen dann gleich auf jeden Fall das Schloss. Ja, wir haben jetzt die 6 Golden Coins auf jeden Fall, dann passt das eigentlich. Wie gesagt, die ersten beiden Parts 40 Minuten. Ja, die Part 3 und 4 heute auf jeden Fall jeweils 30 Minuten und dann jetzt gleich noch der nächste Part. Da haben wir das Game schon durch und das Let's Play sogar wahrscheinlich fast beendet, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, was uns dort noch erwartet im Schloss. Das werden wir natürlich sehen im nächsten Part gleich. Bin mir nicht sicher, ob es das Finale wird, aber ich denke mal schon, oder? Ja, kurze Pause, 5 Minuten circa und ja, bis gleich dann.